Was war das für eine sagenhafte Unterstützung, die Sarah Franz in den vergangenen Wochen aus Rheinland-Pfalz erfahren durfte? Eine Hürde muss sie noch nehmen und dann wird sie hoffentlich Germany's Power People. Wie es ausgeht, zeigen wir Ihnen gleich. Doch zunächst ein paar Impressionen von der Internationalen Handwerksmesse in München. Hier auf Europas größter Handwerksmesse präsentiert sich die Wirtschaftsmacht von nebenan von ihrer besten Seite. 4 Hallen, 1000 Aussteller und fast 40.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das sind die Eckdaten der Fachmesse Nummer 1 des Handwerks. Die Internationale Handwerksmesse ist die Leitmesse des Handwerks. Denn hier zeigt das Handwerk in allen Facetten, wofür es steht. Nämlich Vielfalt, Engagement, Kreativität und vor allem Qualität. Manch einer zeigte sein Können dann auch live, wie hier in der gläsernen Wurstmanufaktur des Landesinnungsverbandes des Fleischerhandwerks in Bayern. Hier hatte vor allem der Fleischer-Nachwuchs Gelegenheit, sein Können zu demonstrieren, aber auch zu zeigen, dass der Beruf vielseitig und auch anspruchsvoll ist. Wichtiges Kernthema und gerade jetzt aktueller denn je, die Energie. Bei der Sonderschau Energiepunkt 2011 stellten sich neutrale Berater den Fragen der Besucher. Holger Schwanecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, lobte im Rahmen einer Feierstunde, bei der auch HWK Koblenz Hauptgeschäftsführer Alexander Baden teilnahm, die Arbeit der Umweltzentren im Handwerk. Und dann war es endlich soweit. Auf der Aktionsbühne des Bayerischen Rundfunks stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten des Wettbewerbs Germany's Power People den letzten Abstimmungen zur Wahl des Mr. und Miss Handwerk. Mit dabei auch unsere Sarah Franz, die im Internetvoting sagenhafte 787.204 Stimmen aus ganz Rheinland-Pfalz auf sich vereinigen konnte. Wie ihre Konkurrentinnen hatte auch sie im Publikum tatkräftige Unterstützer. Ruhig und charmant beantwortete sie die Fragen des Moderators. Das gefiel auch der Jury. Bevor es dann zur alles entscheidenden Abstimmung kam, präsentierten sich noch einmal alle 12 Kandidaten. Aber auch das Daumendrücken von höchster Stelle hat nicht geholfen. Den Titel Miss Handwerk trägt nun Michaela Lang, Maler und Lackiererin aus Niederwürzbach. Für Sarah war die Teilnahme am Wettbewerb, aber auch trotz des knapp verpassten Sieges, eine tolle Erfahrung. Also es war komplett neu, permanent das Gesicht in der Zeitung zu sehen, von Leuten wiedererkannt zu werden, war eine komplett neue Erfahrung, aber es hat einfach mal Spaß gemacht. Ich denke, das brauche ich zwar nicht immer, aber mal für eine kurze Zeit kann man es genießen. Ich bin stolz darauf, ich fühle mich auch von jedem unterstützt. Es ist nur komisch, dass man die Gesichter halt dazu nicht kennt, sondern dass man nur weiß, da haben halt Leute hinter dem Computer gesessen und immer an mich gedacht und für mich gewotet. Das ist toll. Ich bin einfach erleichtert, dass alles geklappt hat, ohne hinzufallen, ohne zu verhaspeln. Und ich denke, es war auch ganz in Ordnung, wie ich das gemacht habe. Das ist schon, reicht mir aus. Und vielleicht sehen wir hier schon Germany's Next Power People, also die Handwerker und Leistungsträger von morgen, die sich hier am Stand der Bundesimage-Kampagne des Deutschen Handwerks über ihre Chancen im Handwerk informierten. Und das zwar mit dem gebotenen Ernst, aber auch einer gehörigen Portion Spaß. Auch wenn es für Sarah heute leider nicht mit dem ersten Platz geklappt hat, wünschen wir ihr trotzdem alles Gute, denn sie ist auf dem Weg nach oben und macht den Meisterbrief bei der Handwerkskammer Koblenz. Alle Informationen dazu gibt es wie gewohnt im Internet unter hwk-koblenz.de.